Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist Vlogmas 2021, Tag Nummer 16. Ich kann nur zwei Hände machen beim Autofahren. Du musst die anderen zwei Hände machen. Ja. Wenn wir bei 20 angekommen sind, dann nur haben wir... beim Autofahren kannst du zwei Hände machen. Nein, kann ich auch sonst. Hallo. Lass deine Hände ruhig mal am Lenkrad bitte, Herr Rosock. Ja? Safety first. Ja, ich habe jetzt gerade gestern Abend habe ich das Video von vor 3 Tagen gesehen und man hat meine Wunde gar nicht gesehen, weil ich sie nicht reingehalten habe. So sieht der Daumen jetzt aus. Ich hoffe, man kann das erkennen. Es ist ein sehr lidierter Daumen. Ich habe es vergessen reinzuhalten. Wir wollten das noch machen. Es ist mir beim Cutten aufgefallen, aber es war schon 22 Uhr oder so. Ja. Und da wollte ich dann keine Szene mehr aufnehmen. Shame on me, aber es hat auch keiner in den Kommentaren reingeschrieben. Ich hatte mit mehr Mitleid gehofft, aber danke schön. Hattest du nicht von mir genug Mitleid? Nee, du hast... Ich habe das Video nochmal angeguckt, lang und breit erzählt sie, wie dumm ich bin und warum ich dann meinen Finger dann da aufschneide und ob ich denn das mit Absicht mache und dass man da aus jeder Verletzung macht man Smiley draus. Das ist, das aber du hast mir meine Fragen gar nicht beantwortet. Das macht man auf gar keinen Fall mit Absicht und das tut übelst weh, bitte. Ja? Ja. Habe ich ja nicht bezweifelt. Ja, naja, auf jeden Fall, was haben wir denn heute vor? Weil jetzt kommt ja hier so ein bisschen Brummfahrer-Feeling auf. Ja, Mira ist wieder unterwegs. Ich habe Ausflugslaune. Mir geht es heute wieder richtig, richtig gut, nachdem die letzten Tage eher so war. Ja. Und heute ist auch das Wetter wieder schön. Das heißt, bis zu 8 Grad. Ich habe sogar meine kältere Jacke wieder rausgeholt. Du meinst die für... Ja, ist eine Übergangsjacke. Genau, jetzt. Die nicht. Genau, meine nicht kältere ganz, Jacke. Achso, deine kältere Jacke, okay. Deine, also die, wo ich nicht so warm drin bin. Ja, nee, das habe ich schon verstanden. Für mich klang das eben so, hä, die kältere Jacke ist doch die für die kältere Jahreszeit. So. Nee. Nein, so wie du es formulierst, ist schon richtig. Aber halt die dünnere Jacke wäre der... Es war missverständlich ausgedrückt. Jedenfalls, in der anderen Jacke wäre mir wärmer gewesen. Deswegen ist das hier die kältere Jacke. Das macht schon auch irgendwo... Das ist richtig, Es ist vielleicht verkehrt rum gedacht, aber es macht auch irgendwo Sinn. Du hast ja recht. Also, wir sind auf dem Weg zu Karls Erdbeerhof. Ich wollte eigentlich letzte Woche dahin schon hinfahren, aber da kam der erste Schnee in Berlin und da haben wir natürlich... Den Schneebett gebaut und Berlin genossen. Ja. Und jetzt, wo es wieder wärmer ist, genieße ich auch Karls Erdbeerhof. Ja, ganz kurze Anmerkung. Ja. Michael... Wirklich, was die mit dem Schneebett gemacht haben am See. Unerhört. Ja, ich habe deinen Kommentar gelesen. Wirklich, das kannst du Kim erzählen. Wie kann man denn den Schneebett einfach auseinanderbauen und auf einzelnen Punkten verteilen? Wirklich, das geht gar nicht. Ja, der arme Schneebett. Ja, ich habe es gelesen. Ja. Michael, du bist mein Mann. Das war bestimmt der Opi, der uns zugeschaut hat. Ja. Ich hätte schon gesagt, dass der kommt zurück und macht den kaputt. Ja. Der kommt auch ins Video. Schneebärts machen mich wütend. Ja, wir fahren zu Karls Erdbeerhof und... ich habe mir Frühstück gemacht. Ich habe mir eine Portion Porridge aufgetaut mit... das sind Kulturheidelbeeren. Die schmecken nicht ganz so gut wie die Wildheidelbeeren. Aber? Ich esse sie trotzdem. Nee. Ich habe mir Frühstück gemacht und ich esse unterwegs. Und Ozak, der hat nichts gegessen und hat sich auch nichts mitgenommen. Ich bin auch satt. Ich bin noch satt von gestern Abend. Ich habe mein TikTok noch nicht hochgeladen. Ich habe Schnitzel gebraten und ich habe gestern, die war natürlich paniert. Und da dachte ich mir so, panierte Schnitzel sind fertig und ungesund genug, da brauchst du auch keine Beilage. Habe ich auch heute Morgen jetzt gemerkt, dass man da keine Beilage braucht. Also ich bin noch sehr satt und fühle mich voll gegessen. Naja, er hat 5 riesige XXL panierte Schnitzel gegessen. Mal schauen. Was wir heute noch machen, ich bin ja Türchen 18 beim Kleeblatt Adventskalender. Bei dem Adventskalender könnt ihr ja 2x25 € gewinnen. Das erklären die Teilnehmer aber in jedem einzelnen Video von dem Adventskalender. Ich verlinke euch dann am 18. oder ich kann es auch unter diesem Video die Playlist verlinken zu dem Adventskalender von ihr. Und ich wollte zu einem Weihnachtsmarkt und das machen wir heute. Genau. Wollen wir schon spoilern, zu welchem wir fahren, oder? Und das können wir natürlich machen. Zitadelle Spandau. Weil ich wollte eigentlich zum Weihnachtsmarkt Spandau, aber irgendwie war es irgendwie doch kein Weihnachtsmarkt, sondern nur einzelne Buden. Aber ich glaube, das Ordnungsamt hatte die jetzt auch dicht gemacht. Also ich bin mir da nicht so sicher, was die Informationslage da jetzt irgendwie aussagt, weil
In Spandau gibt es 3 Weihnachtsmärkte. Aber welcher Weihnachtsmarkt auf jeden Fall stattfindet in Spandau, ist in der Zitadelle Spandau. Und das ist Europas besterhaltenstes Schloss. Das ist eine historische Kulisse. Ist wirklich 1A Spitzenklasse Sahne dort, der Weihnachtsmarkt. Da findet im Sommer immer das Mittelalterfest statt, für die Leute, die es interessiert. Und da kann man auch aktiv nach googeln, wenn ihr das möchtet. Genau. Und da gehen wir auf jeden Fall hin. Und da habe ich gestern schon für heute die Plätze reserviert. Dann muss man Tickets kaufen. Genau, der Weihnachtsmarkt kostet 3,50 Euro. Aber das erzählen wir dann alles nochmal am 18., wenn ihr das, denn, das Türchen denn seht. Genau. Und jetzt sehen wir uns in Karls Erdbeerhof dann wieder. Bleiben Sie mal. Wir sind jetzt angekommen in Karls Erdbeerhof. Und der Parkplatz ist ultra leer. Es ist mitten in der Woche. Es ist keine Ferien und alle sind beschäftigt zu Hause und müssen ihre Bude putzen und ihren Weihnachtseinkauf essen, planen und haben ganz viel zu tun. Und ja, hier sind 50 Autos, mal schauen. 50, 60 Autos, das heißt, wir können auf jeden Fall heute zweimal oder dreimal Achterbahn fahren, ohne dass wir uns anstellen müssen. Also wir gucken mal gleich. Genau, let's go. Tüdüt. Nee, lass mal. Ja, nee. Oh! Das ist so ein. Ist das einer von Karls Erdbeerhof? Den machen wir sauber. Kann ich nicht erkennen. Ja, Elstal. Komm, 1,05 € gespart. 50 Cent. 1,05 € gespart. Das nehmen wir mit. So. Das gönne ich mir. Weihnacht, oh, sorg mit der Weihnachtsmütze, yay. Yay. Din-dun. Corona-Zertifikat. Hallo. Hi. Guten Tag. Okay, haben Sie auch zugehört? Ja, hat meine Frau. Bitte? Ja, mach, geil. Weihnachtsmütze, ich habe eine Weihnachtsmütze. Hallo. Warum riecht es so verräuchert? Guck mal, das ist. Oh! Schrottis Glühwagen gibt es hier und die Pufferbude, aber beides läuft noch nicht. Aber jetzt stehe ich genau im Rauch, ich muss mich auf die andere Seite stellen. Ist aber schön. Buchenholz geräuchert. Über Buchenholz geräuchert. Cool. Finde ich nice. Okay. Schrottis Glühwein muss noch. Glühwein vor den Fahrgeschäften. Erste Fahrt des Tages. Cool. Da muss man den Rucksack noch ablegen. Juhu. So, zack, zack. In die Mitte. Dankeschön. Wird hier Marmelade schon eingekauft? Oh, hier sind Erdbeeren schon drin. Wie groß die Erdbeeren aber auch sind hier bei denen. Ja. Das ganze Jahr über werden. Die produzieren das hier alles selber. Das ganze Jahr über gibt es hier leckere Erdbeerchen. Rum, rum. Oh. Sind Sie soweit? 3, 2, 1, hui! Hui! Das dreht sich alles. Oh. Geschafft.
süß. Uiuiuiuiuiui. Sind Sie eine Fee? Sie können fliegen. Juhu. Das kann ich machen. Sehr gut. So, wir sind auf Karls Erdbeerhof und ich habe hier eine Schwebefee entdeckt. Hallo? Das ist unerhört. Sprechen. Die kenne ich noch gar nicht, die sprechende Kartoffel. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Ja, 24 Meter hoch, 530 Meter lang, 60 km/h schnell. Und besonders. Aber der guckt immer nicht die ganze Zeit raus. Der guckt immer mal ab und zu raus, der Kartoffel. Deswegen haben wir ihn vielleicht noch nicht gesehen. Weil Kartoffel-Joe nicht immer am Start ist. Hallo. Ja, viel Spaß. Warten, bis rot leuchtet? Ja. Viel Spaß. Zur Abkürzung? Ja. Sehr gut, danke. Es geht los, Schatzi! Ich halt mal meine Mütze fest. Abfahrt! Achtung! Achtung, gleich kommt ein Foto! Sie müssen lächeln! Guck mal, wie gut ich lächle. Oh. Und du auch, oh, wie gut wir aussehen. Hallo. Hallo, ist noch nicht geöffnet. Ach so, wann denn? Kassen funktionieren nicht. Eigentlich 11.30 Uhr, aber ich glaube, so bis dahin werde ich noch nicht fertig hier. Ah, das ist ja ungünstig. Eigentlich wollten wir nur einen Filterkaffee, weil den gibt es ja nirgendwo. Genau. Ja, wir waren ja vorne schon. Da sagte man uns, wir sollen zum anderen gehen. Dann waren wir beim Burger Griller. Der sagte uns, wir sollen hier hingehen. Und jetzt sagt man, jetzt sollen wir wieder zurückgehen. Na, wenn ihr noch ein bisschen braucht, dann warten wir. Haben Sie aus dem Bar gerade? Na, wir, ja, ja, Bargeld habe ich dabei, ja. Aber ich habe große Scheine. Guck mal. Ihr Lieben, wir haben uns jetzt Kaffee geholt. Das war ein schwieriges Unterfangen heute, aber der Mitarbeiter war so gut, uns das vor Ladeneröffnung hier zu geben. Die machen erst 11.30 Uhr auf, wir waren 3 Minuten zu früh. Ja. Kaffee ist jetzt am Start, den kann man hier gratis nachfüllen lassen, so oft man möchte. Genau, das heißt, das ist natürlich perfekt für den Orsok. Weil ich dann 3 trinken kann, dann hat sich das gelohnt.
Genau. Richtig gelohnt. Ja, musst du dann aber auch zügig trinken. Ne? Ja, der ist jetzt ganz heiß. Den muss ich. Es ist aber auch vielleicht, weil meine Hände so kalt sind, weil es draußen sind ja nur 8 Grad, aber wenn man auf der Achterbahn sitzt. Ich finde es ja warm, weil das emotional mich voll aufwirbelt, das ganze Karussell. Ich habe gerade Achterbahn, hat mich übelst krass geflasht. Ja. So. Und wir, also Tageskarte kostet 13 Euro und wir haben ja die Jahreskarten, die ja verlängert wurden, weil letztes Jahr Lockdown war und die Monate werden hinten rangehangen. Also bis April nächsten Jahres haben. April, ja. Und Fahrgeschäfte, jetzt trinkt ihr Osaka, sieht man nichts mehr. Ich glaube, man hat meine Lippe gesehen, wie ich das gesoffen habe, oder? Ich glaube, war so weit unten. Also ja. Und Fahrgeschäfte kosten sonst, also entweder Tageskarte oder halt kostet alles extra. Das ist besonders gut für Mütter mit Kindern, wenn die Kinder nicht so viel machen und die Mütter eh nur daneben stehen wollen, dann müssen die gar keine Karte kaufen. Ne? Genau. Und dann zahlt man die Karussellzeit einzeln. Das ist ja gerade super laut. Achterbahn kostet eigentlich 4,50. Also wir sparen schon ordentlich mit der Jahreskarte. Genau, wir sind jetzt 5-mal da gewesen und sind immer Achterbahn gefahren. Das heißt, jedes Mal 9 Euro, die weg sind. Genau. Und der Regenschirm kostet auch 4 Euro. Ja, auch 4,50. Ja. Also, falls ihr sehen wollt, wie wir das im Sommer gemacht haben, müsst ihr auf unseren Kanälen ein bisschen zurück scrollen. Haben wir beide gemacht. Zeig mal die Karte von Karlchen. Karlsheimberhof kennen gar nicht alle Leute aus Osaka. Wusstest du das? Nee. Es gibt nämlich nur 5, 6, 7 Stück gibt's in Deutschland. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Ausflug hierher. Die produzieren alles selbst. Das ist alles Handarbeit. Man kann fast alle Produktionslinien sich auch angucken. Man kann selber Schokoladenbruch machen. Man kann alles fahren. Man kann ganz viele Workshops auch mitmachen. Gehört zu den Top 100 Sightseeing der Freizeitparks von Travel Circus. Also wenn noch jemand nicht hier war, es lohnt sich komplett. Ja. Ich möchte anmerken, wir sind jetzt hier in der Kartoffel, in der K2, in der Achterbahn. Hier hinten ist der Regenschirm und wir sind hier vorne schon mit der Saftpresse und mit dem Karussell gefahren. Hallo, ich bin der Karlchen. Ich möchte, dass ihr alle zu mir ins Erdbeerdorf kommt. Zum nächsten Karussell. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt Essen bestellt im Chips-Restaurant, aber wir haben heute Pommes genommen. Wir haben alles einzeln bestellt, weil das gab es nur mit Barbecue-Soße und die mag ich nicht so. Und hier ist noch ein kleiner Salat drin, den esse ich. Das ist Chicken Pulled Pork. Pulled Pork. Aber es ist so weich. Es, also zerrupftes Hähnchen halt. Man hat gar keine Fleischkonsistenz mehr. Es ist wirklich ultra weich. Also zu weich, finde ich, was der Meinung. Aber schmeckt gut? Ja, wir gönnen uns das jetzt erstmal zu zweit. Guten Appetit also. Drehen Sie sich mal bitte um. Wir sind bei den Löffeljets angekommen. Ist das Ihr Lieblingsfahrzeug? Warum? Damit kann man rausfahren und reinfahren und auf dem Wasser surfen? Ja, und Sie wollen gleich einen Regenschirm machen? Ein Regenschirm? Na, der läuft nicht, der ist nicht angeschaltet. Müssen wir mal gucken gleich mal. Wir haben. Dein Sitz ist nass? Bei dir auch? Nee, bei mir ist trocken. Das ist, weil da der Mann mit dem Kind drin war. Die waren bestimmt zu schwer. Oh. Hui. 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 Also. Schatz, ich weiß, warum das so nass wird. Warum? Wenn man zu fett ist und sich zu weit nach hinten stellt, geht es so weit runter, dass es auf und hoch schwappt und runter schwappt. Also ich bin sehr nass geworden. Hui! Soll ich den Erdbeerdrop nochmal machen, Niti? Ja, das wird ein ganz kalter Tag dann werden, ja. Wird eher im Sommer machen. Ja. So. Hier, gucken Sie mal meine Füße an, was passiert ist.
Ja, hätten Sie mal Stiefel an den Füßen. Ja, ja, natürlich. Stiefel beim Mann. Hat er jetzt nasse Füße? Ich habe jetzt nasse Füße gekriegt. Ja, das ist, bleibt nicht aus. Ist ja zum Mitnehmen. Kommt dann nachher, also in einer Viertelstunde hoch zum Regenschirm, dann fährst du damit, dann hast du trockene Füße. Ja, das weiß ich auch, aber in einer Viertelstunde geht ja auch wieder Achterbahn los. Wir wollten, ist beides. Also genau, das siehst du, Schatz, wir müssen noch warten. So, wir müssen außen rumlaufen. Dann dürfen wir noch eine Runde fahren. Achso, willst du noch? Natürlich will ich noch mal fahren. Achso, ja, dann, dann fahren wir noch eine Runde. Achso, okay, alles klar, dann stellen wir nicht mehr. Thema Erdbeere können wir jetzt festhalten. Meine Erdbeere war sehr feucht und Ozok kann weiter spritzen, weil er schwerer ist. Oh, das sind die beiden mit der Kasse. Nein, jetzt nicht. Das muss jetzt auch, das kommt jetzt aber ins Video, Schatz, komm, das muss jetzt auch sprechen. Also ich wollte, wir wollten nochmal Regenschirm fahren, aber. Da ist der Regenschirm, damit man es nochmal sehen kann. Da ist der Karlchen oben drauf. Ich mache 10 Minuten auf, aber die arbeiten hier genauso wie im Restaurant an der Kasse und. Wir vermuten, er wird nicht rechtzeitig fertig, weil beim Restaurant hat er auch 20 Minuten länger gebraucht. Nee, 30 Minuten länger. 30? Ja, wir waren um 10.08 Uhr waren wir da und er sagte so, ja, um Viertel nach bin ich fertig bestimmt. Und dann haben wir um, weiß ich nicht. Und wenn die wieder so lange brauchen, dann kann man nicht ordern. Ja. Mensch, ey, so ein Mist. Dann muss ich mir meine Weihnachtsmütze aufsetzen. Karls Erdbeerhof macht Spaß. Dann können wir auch noch mal Achterbahn fahren, Niti. Das können wir noch mal machen. Nee, dann fahre ich jetzt in Erdbeerdorf. Du fährst in Erdbeerdorf? Ja. Ja! Endlich traust du dich. Niti, wenn du runterfliegst, du kriegst einen anderen Adrenalinschub und du schreist überkrass. Ja, das guckt mich auch nicht vorher. Die traut sich auch. Ja, natürlich traut sie sich. Dann darf ich nicht zu Teile sein. Gleich. Klappe zu, Affe tot und ranziehen. Dann geht's los. Schatz, ich mach das so, ich fahre mit dem Floß in die Mitte, dann kann ich dich besser sehen. Doch. Oh, oh, die fahren gleichzeitig, oh, die lassen sich gleichzeitig schleudern. Ja. Ich werde übelst nass, hundertprozentig werde ich übelst nass. Was ist da los? Oh, wie ärgerlich. Ja, hallo, Maurer, guten Tag. Wir sind hier bei dem Erdbeerdrop und ein kleines Mädchen hängt hier in so einem Ding fest. Das, also ja, sie ist jetzt raus, wir haben sie jetzt befreit, aber der Erdbeerdrop funktioniert hier nicht auf der rechten Seite. Der steckt auf der Hälfte der Höhe fest. Okay, alles klar, gut, dann komme ich gleich mal vorbei und gucke mir das an. Geht mich diese Bahn? Ja, Tageskarte, ja, müsste auch gehen. Ja, Achtung, Schatz. Und nochmal? Hat Spaß gemacht. Ja, willst du nochmal? Eigentlich nicht. Nee. Na doch, jetzt nachdem du es gesehen hast, musst du nochmal fahren. Wir sind jetzt fertig mit Karls Erdbeerhof und ja, wir haben ganz, ganz viel wieder gemacht. Es war ultra leer heute. Es ist richtig, richtig toll. Wir mussten nirgendwo anstehen. Ozok hat sich noch einen dritten Kaffee gegönnt. Den habe ich jetzt aber schon gerade ausgetrunken. Ja, also 2,70 kostet der Kaffee und man kann halt so oft nachkippen, wie man möchte. Das ist halt ein ganz gutes Angebot für einen Ozok. Ja, na, wenn man jetzt mal überlegt, der günstigste Kaffee, den man irgendwo unterwegs kaufen kann, kostet ja schon Euro. Das heißt, 3 Kaffee, 3 Euro, sind wir jetzt günstiger weggekommen. Ist völlig in Ordnung. Ja. Ja. Essen war auch sehr lecker. Auf Instagram habe ich euch natürlich auch ein bisschen mitgenommen. Da seid ihr immer ein bisschen eher informiert, wenn ihr mir da folgen wollt. Und ansonsten wollte ich dieses Video jetzt hier nur noch verabschieden, den Vlogmas-Tag. Also wir sind jetzt noch auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Türchen Nummer 18, seht ihr das jetzt. Ich wollte nur sagen, wir nehmen das heute jetzt auf, weil Elztal ist ja quasi hinter Spandau. Wir sind schon an der Zitadelle am Weihnachtsmarkt vorbeigefahren vorhin. Das passt also alles sehr, sehr gut. So Leute, wir sind jetzt nach Hause gekommen und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe eben im Auto schon eine Verabschiedung gemacht. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich ganz, ganz komisch schneiden müssen. Denn wir müssen natürlich auch noch auspacken heute. Das dürfen wir nicht vergessen. Au! Ich knabber nicht an. Hab ich das verdient. Ich habe Hunger. Sie haben... Sie dürfen eine Möhre essen. Ich meine, ich darf an der Möhre spielen. Hoppala. Ich muss mit das. Liebe und so. So. Zack. Die Möhre ist weitergeschoben. Zack. Kriegen wir noch ein Watt für die Wellies oder wollten sie erstmal Applaus für ihre Leistung, weil sie standen da gerade so. Ich nehme mal hier das hier und habe hier drinne ein, was ist das? Oha. Ey, das ist so schön. Wir haben so schönen Christbaumschmuck. Ja, definitiv. Von der Community.
Ja, okay, ich höre schon auf. Oh, was ist das denn? Es ist ein Knabberring, scheinbar. Mm. Mit Honig und ganz viel Körner. Der riecht auch sehr gut. Mhm. Okay, haben Sie die andere Stange jetzt inzwischen leer gefuttert? Wir müssen mal kicken. Ja, da ist nichts mehr übrig. Das ist Profi gegessen. Ich würde sagen, ich mache das folgendermaßen. Ich lege den das mal hier oben rein, weil den kann ich nicht aufhängen. Dann können die den abknabbern in ihrem Knabberkäfig und haben da Spaß dran, während ich das hier entferne. Ja, das ist immer so ein Dreierding und da ist nur eine Aufhängung bei. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis wir das richtige Türchen mit der Aufhängung aufmachen. Ja, wir haben gestern das Spice vergessen. Oh, Elfi hat dich daran erinnert, dass du da gestern was vergessen hast. Huch! Wie ist das denn passiert? Elfi sitzt in unserem Just Spice Adventskalender drin. Ist aber auch ein guter Platz, Leute. Die Gewürze, die sind echt richtig geil. Ja, dann sollten wir das unbedingt nachholen, oder? 15. Dann gucken wir wo da. Wir jetzt schon mal hier sitzen gerade. Kokos. Nicht mehr auf, jetzt nimmt er wieder auf. Kakaokuss. Kakaokuss? Kakaokuss. Was ist denn ein Kakaokuss? Na, Kakao und Küsse. Trink dich glücklich. Streu 2 Teelöffel Kakaokuss in 0,3 Liter deines Lieblingsmilchs und versüße dir deinen schönsten Alltag. Übrigens verleiht der Mix auch Sweeties wie Pancakes, Quark und Smoothie Bowls einen gaumenschmeichelndes Finish. Mhm. Das ist sehr, 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 sehr cool. Ich mache die 16 auf. Ja. Weil zweimal das Spice an einem Tag aussagt, das geht nicht. Das müssen wir uns teilen. Ja. Curry Madras, Currypulver, Koriander, Kurkuma, Boxhornklee, Fenchel, Kreuzkümmel, Chilipulver, aber die Gewürze sind alle geil. Oh, das riecht so richtig nach Curry. Nehmen Sie mal her. Auch so richtig so fruchtig. Ja, da kommt die richtige Ladung Currypulver in die Nase. Das riecht richtig, richtig gut nach Curry. Nicht so laschig, das für 69 Cent. Ihr wisst, was alle kaufen immer, ne? Ja. Sondern das hat einen ganz, ganz intensiven Currygeschmack. Das ist echt gut. Boah, ich hab so richtig in die Nase. Und so geleitet. Die Augis. So. Augis? Ja, die Augis. So. Also ach so. Also hat meine Briefe geöffnet. Hier kam nämlich Post an. Ja. Es ist der zweite für meine Schals. Schalaufhänger. Und das ist besser, weil man kann die hier auseinanderklappen und dann kann man die Schals auch einzeln abmachen. Aha. So. Das heißt, das Ding ist viel, viel cooler. Das andere habe ich schon Rücksendercode, muss ich aber jetzt noch zurücksenden. Und ja, was soll ich sagen? Nicht. Aber sieht auch schon nice aus, ne? Also wenn man jetzt hier unser Gewürzregal ist, sehr voll und zugestellt. Ja, aber, mittlerweile ja. Aber die Ecke, das sieht schon irgendwie nice aus. Naja, mit so Spice. Ja. Okay. Bleiben wir mal hier in der Ecke stehen. Ja. Ah! Ja. Räuchert, oh, räuchert gut. Frau gedrängelt. Hey! Ich hab das. Ey. Gebrannte Mandeln. Riecht das nach gebrannte Mandeln? Ich rieche gerade nichts außer sehr, Curry, sehr muss gut. Ich dir sagen. Das riecht sehr, sehr gut. Ja. Dann zünden wir die gebrannte Mandel mal an. Nehmen Sie mal das Handy weg, damit das nicht angefeuert wird. Guck mal, wie das Ding hier schon aussieht, die Decke. Wie eklig das jetzt inzwischen ist. Obwohl wir täglich nur einmal das Ding anzünden, ist das hier schon echt verranzt, die Decke. Hier haben wir die 16. Cremedusche, Bio-Baumwolle. Oh, geil. Riecht auch wieder sehr gut. Geruchstechnisch echt super. Oh. Mm, riecht wirklich wow. So. Ah. Ihr Lieben, machen wir weiter. Ich habe hier Lieblingszeit-Adventskalenderbuch für Paare und ich suche den Tag der 16 raus. Und ich finde ihn nicht. Jetzt. Die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu erforschen, sondern darin, Altes mit neuen Augen zu sehen. Altes mit neuen Augen zu sehen? Ja, finde ich schön. Kann man sich mal merken, würde ich sagen. Finde ich gut. Dinge neu entdecken. Überlegt euch ein Nachbarschaftsprojekt für Weihnachten. Plant eine kleine Aufmerksamkeit für eure Nachbarschaft. Vielleicht freut sich der ältere Mensch von gegenüber über einen Einkauf oder ein Kaffeekränzchen-Einladung.
schwierig in Berlin, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also, das ist jetzt nicht wie auf dem Dorf. Nee, aber wir haben unsere Nachbarn schon mehrfach den Einkauf hochgetragen, weil... Ja, wenn wir zur gleichen Zeit hochkommen, das timet sie sehr, sehr gut, dass wir das dann hochtragen. Ich mach das gerne, weil die Dame ist schon etwas älter und sie hat so einen Rolli. Der hat auch so drei Rollen. Sie hat vor zwei Jahren ihren Mann verloren. Genau, ja, das ist halt ein bisschen traurig. Aber ich helfe ihr gerne, unserer Nachbarin, ja. Wie kann man dich zum Explodieren bringen? Richtige? Also kitzelt mich ab, das ist unhöflich. Okay, ich kitzel dich nicht mehr ab. Und Ozok wird ganz schön grantig, wenn Internet nicht funktioniert. Nee, das macht mich übertrieben fertig. Aber ich Ansonsten eigentlich nichts, ne? Nee. Ozok ist ein sehr geschillter Mensch. Der ist mit sich und seinem Leben zufrieden und im Reinen. Ja, dann was hätten wir noch? Adventskalender Zero. Ja. Wald baden im Winter. Menschen gehen in den Wald und zwar seit es Menschen und Wälder gibt. Warum eigentlich? Fühle, was der Wald dir zu sagen hat. Waldbaden im Winter, also nicht richtiges Baden, sondern einfach mal die Atemluft. Der Wald und der Duft und die Atmosphäre genießen. Als Kind haben die Eltern fast jede Woche zum Spazieren in den Wald mitgenommen. Schätzungsweise jedes zweite Kind hat sich gefragt, was es dort eigentlich soll. Kein Spielplatz, allenfalls eine zugewachsene Autoreifenschaukel, kein Eisladen am Wegende und dann läuft man auf dem langweiligen Kiesweg, statt den abenteuerlichen Hang hochzuklettern. Wozu das denn? Dann wird man älter, plötzlich steht man am Sonntag selbst im Wald und weiß, was der einem zu bieten hat. Die Frische, die Ruhe, das große Ganze. Was fühle ich, wenn ich an die Zeit im Wald denke? Eiszapfen, die zwischen den Fingern schmelzen, nasses Moos und klamme Turnschuhe, rau reif auf dem Wollpulli im Gesicht, die hellen Sonnenstrahlen, wenn sie unverhofft durchs Astwerk brechen. Die warme Hand eines Menschen, den ich mag. Challenge 16. Geh raus und sammle im Wald deine ultimativen Wintergefühle oder erinnere dich, was deine Fingerspitzen, deine Nase und Wangen da draußen gefühlt haben. Tipp, wenn du rausgehst, dann nimm dir doch deinen lieben Menschen mit. Gegebenenfalls auch deinen Hund. Bekommst 10 Winterhighlights zusammen, die dein Tastsinn erspürt hat? Ja, auf jeden Fall kann ich das schon mal so approven. Als Kind habe ich das wirklich gehasst. Das war echt nervig. Mhm. Also meine Eltern, die waren auch immer so Fan von Wanderurlauben. Und ich sage euch, es gibt nichts Schrecklicheres als Kind als Wanderurlaub. Also das habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden. Und ja, also so Badeeltern, so 8 Stunden am Strand, das habe ich in meiner Kindheit nicht einmal erlebt. Ja, aber jetzt als Erwachsene mache ich es selber gerne, ne? In der 6. Schule. Wanderurlaub, weil es halt gesund ist für den Körper. Es riecht so gut, der Wald. Und also die Aussicht, wenn man es ganz hoch auf dem Berg drauf geschafft hat, in der Sächsischen Schweiz oder halt auch überall, man kann ganz, ganz viel in Deutschland auch wandern gehen, grandios. Ja, genau. Ja. Genau. Okay, wenn wir das abgekaspert. Der Yoga hat das, ich hab's ja schon. 16. Schenke dir selbst Fürsorge. Nichts kann das Licht dimmen, das aus dir selbst scheint. Maya Angelou. Sich selbst umarmen. Wenn du an dir zweifelst, umarme dich einmal selbst. Fasse mit der rechten Hand um die linke Schulter und andersherum schiebe die Schulterblätter auseinander. Halte den Rücken gerade und genieße das Gefühl des in sich Ruhens. Das lockert den oberen Rücken, versöhnt dich mit dir selbst, schenkt Trost und Dankbarkeit. Ja, kennt ihr das noch? Was man als Kinder, wenn man so von hinten... So. Ich wollte eigentlich, dass unsere Hände sich berühren, aber... Nee, dafür sind wir zu fett. Meine Hand kommt noch durch, aber das klappt nicht. Und dann einatmen. Kann ich bitte entspannen? Einatmen und ausatmen? Bisschen komisch eigentlich. Ja. Ich esse jetzt meinen Riegel. Ey! Wo? Okay, Entschuldigung. Ich dachte, ich krieg den Riegel. Heute nicht! Heute nicht. Wie war das mit der Eskalation? Ja, genau. Ich muss mal hier die Adventskalender rübergeben, weil wir haben noch einen Lind-Adventskalender, wo Schnabulierungen drin sind, Fräulein. Hier, zack. Ich drehe mich mal um, weil ich muss hier oben an das Ding anklicken. Oh, heute am 16. ist es eine große Kugel. Nom, nom, nom.
geben wir hier mal diese große Kugel hier her. Weiße Schoki? Tatsächlich. Also die weiße Schoki schmeckt besser hier in dem Kalender. Die schmeckt auch schon sehr, sehr krass. Was ist denn das für eine Geschmacksrichtung? Schokolade? Steht das hinten drauf? Nee. Da steht einfach nur Lindor-Kugel weiß. Das macht Sinn. Hallo Leute, hier ist ein Kalender mit der Geschmacksrichtung weiß. So, dann müsste ich meinen Müll wegbringen. Boah, das Duftding, das duftet immer noch und es ist fast abgebrannt diesmal. Ich stelle deins wieder nach hinten, Schatz. Ja, oh ja. Also weil so Schoki ist schon was Gutes, oder? So, damit wir heute auf keinen Fall was vergessen. Tee Adventskalender. Hui! Das ist die Spitze, die bleibt noch übrig. Bis zum Schluss. Aha, wieder eine schwedische Blaubeere. Das war wirklich so lecker, der Tee. Wissen Sie, was noch lecker ist? Das ist nicht jugendfrei. Daran hatte ich jetzt noch nicht gedacht. Ach so, ja. Die Wurst vom Weihnachten. Oh, ja. Hauptsalat. Das seht ihr aber erst später in einem späteren Video. Wir haben so geile Sachen auf dem Weihnachtsmarkt geholt. Das war wirklich, der war echt top. Seht ihr in 2 Tagen. Also am 18. Genau. Ein richtig, richtig, richtig schöner Weihnachtsmarkt. Erste Sahne. So, jetzt haben wir wirklich alles erledigt. Das heißt, jetzt verabschiede ich mich nochmal. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Der Osa freut sich drüber. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Videos von mir. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.